Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir zwei Dinge vorgenommen. Zum einen nicht ständig, wenn ich an der Reihe bin, zu reden und man im Grunde der gleichen Meinung ist, die Argumente der Vorredner zu wiederholen. Deshalb kann ich an dieser Stelle nur die Unterstützung meiner Fraktion für den Antrag signalisieren. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn Sie uns auch vorher mit einbezogen hätten. Vielleicht kann man das ja noch nachholen im Ausschuss. Die Grundargumentation, dass die Grenzen auch in vielen kleinen Hürden nach wie vor bestehen und abgebaut werden sollen, dass die Zusammenarbeit gerade bei Bildung und Arbeitsmarkt vertieft werden muss, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und das Zweite, was ich mir vorgenommen hatte, was allerdings dann voraussetzt, dass andere auch mitmachen, sich nicht wechselseitig, ich sag mal, ins Förmchen jedes Mal zu machen, so nach dem Motto, mein Antrag ist jetzt besser, als die Vorgängerregierung Arbeit geleistet hat. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Sie bauen auf gute Vorleistungen, die in der Tradition des Hauses, der ganzen nordrhein-westfälischen Landesregierung, die es vorher gegeben hat, stehen. Und insofern freue ich mich auf die Diskussion im Ausschuss und würde mir wünschen, für zukünftige Anträge, gerade wenn es darum geht, in Europa mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn besser und vertiefter umzugehen, wenn wir da noch gemeinsam an einem Strang ziehen könnten. Meine Redezeit in dieser Situation würde ich dann gerne Ihnen zur Verfügung stellen, sei denn der nationalvölkische Teil des Parlaments wird gleich noch wieder Anlass geben, entsprechend zu erwidern. Vielen Dank.